Herzlich willkommen zur Vernissage mit Werken von Iris Bodenburg. Liebe Iris, liebe Freunde dieser Galerie, lieber Holger Leidl, ich habe hier heute die angenehme Aufgabe, diese Personalausstellung mit einer Würdigung der Künstlerin einzuleiten. Und ich tue das mit Freude und Überzeugung. Nach all der langen Zeit der Enthaltsamkeit und Ereignislosigkeit, die ins Mark ging, ist das heute hier ein Fest. Das leibhaftige Erleben von Kunst ist mehr als eine Delikatesse für unsere Seelen. Der große Autor und Theatermacher George Tabori nannte die Kunst einmal das Fitnesscenter für unsere Sinne und Gefühle. Lassen wir uns heute also anregen, beleben, bereichern, begeistern und berühren durch die Bilder von Iris Bodenburg. Ganz im Sinne des Titels der Ausstellung Sehnsucht nach Berührung. Iris Bodenburg ist einzige Meisterschülerin von Professor Werner Tübke und ist eines der sehr bemerkenswerten, herausragenden, unverwechselbaren Talente unserer Stadthalle, der Stadt der bildenden Kunst. Sie ist eine Künstlerin, die anspruchsvolle und meisterhafte Kunstwerke schafft, damit weit über unsere Region anerkannt ist und ausstrahlt. Eine weitere Vernissage findet beispielsweise in absehbarer Zeit in Nizza an der Côte d'Azur statt. Außerdem sind Zürich angedacht als nächste Ausstellungsmöglichkeit. Mit den heute hier präsentierten Bildern von Iris Bodenburg zeigt sich die gestalterische Bandbreite und inhaltliche Tiefe ihrer Arbeiten. Iris Bodenburg lebt und arbeitet im Zentrum unserer Stadt. Ihres Atelier liegt mitten im Herzen von Halle, hoch über dem Marktplatz mit direktem Blick in den Himmel. Ein großes gläsernes Dach über dem gesamten Raum schafft eine Verbindung zu Wind und Wetter, den Sternen zum Kosmos. Unten ist das brodelnde Leben, oben ist der Draufblick. Und wo Iris der Garten fehlt, baut sie sich einen duftenden Rosenhain oder ein Frühlingsbeet ins Atelier und hat dazu einen großen alten Olivenbaum in enormem Pflanztopf stehen. Ihr Lebens- und Arbeitsraum ist eine Flut für die Sinne. Und ebenso ihre großformatigen Bilder an den Wänden, die einfangen, wirken und den Raum veredeln. So sieht ihr Reich aus, das zu ihrer Kreativität passt, ein Ort der Inspiration. Sie ist in der Lage, für sich und andere Welten zu schaffen, die überraschen, niveauvoll sind, verzaubern können, die einladend, interessant und freundlich sind, wie die Künstlerin selbst. Iris Bodenburg ist eine hochkarätige, ausdrucksstarke Malerin, die ihr großes Talent mit Akribie und Leidenschaft ständig vervollkommnet hat. Dieses Talent und die Sucht zu zeichnen, zu malen, brach aus ihr heraus, während sie noch beruflich eher im Medizinischen tätig war. Sie arbeitete tagsüber als medizinisch-technische Assistentin für Labor- und Röntgendiagnostik, war Fachassistentin für klinische Chemie und lebte nachts ruhelos mit Stift, Pinsel und Farben. Und das war's für sie. Dieser vitale Drang sollte unausweichlich ihr Lebensinhalt werden. Sie hatte einen Beruf, aber die Malerei war und ist ihre Berufung. Ihre Bewerbung an der Burg ihrer Sehnsucht, der Hallischen Hochschule für Kunst und Design, Burg Giebichenstein, fruchtete. Sie studierte Malerei und Grafik von 1985 bis 1990 bei namhaften Professoren wie Frank Rudigkeit und Otto Möwald, bei dem sie ein hervorragendes Diplom ablegte. Direkt im Anschluss an ihre Diplomverteidigung, zu der allseits bekannte Malerfürst der Leipziger Schule extra nach Halle gereist war, verkündete Professor Werner Tübke die Aufnahme von Iris Bodenburg an die Akademie der Künste Berlin als seine Meisterschülerin. Eben dies brachte Iris in die entwicklungsglückliche Lage, bei ihm und Professor Gerhard Kettner aus Dresden ihr handwerkliches Können noch weiter auszufeilen und zu vervollkommnen. Ihre künstlerischen Impulse und handwerklichen Grundlagen erhält sie also aus drei hierzulande bedeutsamen, stilprägenden Kunsthochschulen, der Kunsthochschule Burg Giebichenstein-Halle, der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und der Hochschule für Bildende Künste Dresden.
Werner Tücke wollte von ihr im Vorfeld zunächst nur einen Strich sehen. Er hatte diesen besonderen Blick und verstand das wohl als eine Art persönlichen Fingerabdruck eines Talents. Mit Werner Tübke und dessen Frau blieb Iris Bodenburg bis zum Tod des Meisters der Leipziger Schule eng befreundet. Da war Anerkennung und Wertschätzung, die der Meister zum Ausdruck brachte. Zitat Werner Tübke 1995: Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass sie eine sehr eigenständige Künstlerin ist. Das war ihr sicher nicht bewusst, das ist gut nicht reflektiert. Vor einigen Tagen schickte sie mir jede Menge Fotos von neuen Arbeiten. Ich war und bin fasziniert. Ein natürliches, starkes Talent, nichts ist ausgedacht, nichts modisch. Ihr Ernst, ihr Forminstinkt, ihr natürlicher Kontakt zum Modell ist beeindruckend. Ich sage und schreibe das wirklich nicht oft. Iris Bodenburg ist eine singuläre Künstlerin. Ihre Arbeiten werden Bestand haben über die Jahre. Zitat Ende. Welcher Künstler kann sich von namhafter Stelle solch unverhohlen lobende Anerkennung in seine Vita heften? Das ist sehr beeindruckend. Nach dieser Zeit als Meisterschülerin hat Iris Bodenburg ihre bereits gefundene Affinität zum Asiatischen weiter ausgebaut und in ihre künstlerische Arbeitsweise eingeflochten. Mitte der 90er absolvierte sie einen Privatkurs bei Professor Chai Chi-Ching in Nanjing, Volksrepublik China, an der Yangtze Academy of Graphic Art. Bei dem chinesischen Meister hat sie die Geheimnisse der Kalligraphie und der Pinselführung gelernt. Sehr speziell unter anderem das Nachfüllen des Pinsels während des Schreibens. Begeistert äußerte sich Iris 2006 dazu, Zitat, asiatische Maler halten den Pinsel wie ein Musikinstrument in der Hand, nicht wie ein Werkzeug. Von diesem Studienaufenthalt brachte sie übrigens auch ihren roten Hühnerblut-Jadestempel mit dem sie all ihre Werke signiert. Diese Erweiterung ihres handwerklichen Könnens in China hat ihre Arbeitsweise bis heute entscheidend geprägt. Ihre Aquarellkunst auf den aufwendig handgeschöpften, grob strukturierten Büttenbögen aus Nepal, dem ausgesprochen hochwertigen Kahari-Himalaya-Papier und Awagami-Papier aus Japan erfordert eine sehr große Meisterschaft. Besonders figürliche Malerei ist hierbei eine spezielle Herausforderung. Die Farben fließen und haben einen eigenen Verlauf, der bedacht und beherrscht werden muss. Zitat Iris von 2006: Da das Papier nicht geleimt ist, verläuft jede Farbe darauf. Ich habe lange gebraucht, um die richtige Technik zu entwickeln, um zu wissen, wann genau ich den Pinsel absetzen muss. Das ist fast wie Bremsen beim Autofahren. Zitat Ende. In unseren Breiten ist Iris Bodenburg ein Einzeltalent mit 30 Jahren Erfahrung in dieser künstlerischen Disziplin auf derartigem kostbaren Papier. Sie vermag darauf auf faszinierende Weise Bewegung einzufangen. Das Papier unterstreicht die Transparenz von schwingenden Abläufen. Für Iris Bodenburg sind diese natürlichen, aus Seidelbast gewonnenen Pflanzenfasern, Zitat Iris, vitale Formen eines zweidimensionalen Raumes. Zitat Ende. Außerdem haben sie über hunderte von Jahren Bestand. Heilige Schriften sind auf diesem Papier verewigt worden und überdauerten bis heute. Dazu schafft die Farbigkeit der Künstlerin Spielraum für Tiefe und Leichtigkeit zugleich. Bündelnd kann man also sagen, der gewinnbringende, meisterhafte Umgang der Künstlerin Iris Bodenburg mit den lebendigen Papierstrukturen, dazu ihre unverwechselbare Handschrift, ihr großes zeichnerisches Talent und die Bandbreite in ihren Motiven machen ihre Werke zu einem Markenzeichen, zu Preziosen der Kunst auf Papier hochwertigster Art. Schon die Papiere sind in ihrer Einzigartigkeit eine Kunst für sich. Iris Bodenburg steigert dies in eine überragende künstlerische Höhe.
Zudem sind ihre Motive originär, unverwechselbar und in steter Erneuerung. Ihre Akte sind allesamt zart, verletzlich, natürlich erotisch und von starker Ausstrahlung. Beeindruckend ist die interessant sanfte Farbigkeit, die einen Betrachter heranzieht, die nicht draußen lässt. Die Komposition der Bewegung, die Inszenierung des Modells ist stets voll Anspruch. Manchmal kühn, manchmal zerbrechlich, sich schützend mitunter. Emotionale Momentaufnahmen von großer Schönheit in ihrem Ausdruck. Berührend, niemals profan. Für ihre Akte gibt es leidenschaftliche Sammler hier und in der Welt. Als ich Iris Bodenburg das erste Mal in ihrem Atelier noch etwas außerhalb von Halle aufgesucht hatte, an einem Tag der offenen Ateliers, war ich überwältigt von großen Arbeiten, die unter anderem Tiere in ungezähmter, ursprünglicher, wilder Bewegung gezeigt haben. Zum Beispiel Pferde, die auf den Betrachter in wildem Ritt zugaloppierten. Unglaublich, wie dieser Moment authentisch eingefangen war. Da war eine urwüchsige Kraft wiedergegeben, da steckte eine unvergessliche Meisterschaft drin. Eine nachhaltige Entdeckung für mich. Wiederholt finden sich vergleichbar bewegungsstark auch Vögel als Motive, Kraniche von Iris sehr geschätzte Glücksboten im Formationsflug oder wie hier vertreten Raben, die schicksalstragenden schwarzen Vögel der Götter und wie man weiß, verbunden mit der Stadt Merseburg, in Bewegung, authentisch, echt und Bedeutung tragend zudem. Die Studienreisen führten Iris auch nach Spanien. Tänzerinnen und Bilder von kraftvollen Stieren und den sie bezwingen wollenden Toreros zeugen davon. Der darstellerische Fokus fängt mit Inbrunst den geballten Überlebenswillen des starken Tieres ein. Sowohl großes Können in der Umsetzung als auch die Lesart nehmen einen beim Ansehen unweigerlich gefangen. Die Natur, die Mythen, die Sinnsuche durchziehen ebenfalls die gemalte Welt der Künstlerin. In ihren Themen steckt Magisches, Unergründliches und auch Geheimnisvolles. Die Faszination ihrer Werke geht von dieser gefühlt gedachten Tiefe aus, die es als Betrachter zu ergründen gilt. Viele Bilder sind befasst mit den Facetten der uns umhüllenden Natur. Iris Bodenburg macht sie zu dem Ereignis, aus dem das uns Umgebende in seiner ganzen Vielfalt sichtbar entspringt. Ein Quell, ein Erlebnis, Wandel, Veränderung, Gewalt, Schönheit, mitunter auch Chaos. Etwas Starkes, nie heruntergebrochen auf Postkartenidyll. In der aktuellen Ausstellung umkreist sie zum Beispiel die menschliche Urkraft und Weisheit der Liebe, versinnbildlicht in der edlen Farbe Purpur, die einer tänzerischen Umarmung gleich Raum gewinnt auf einem der großen Flaggschiffe dieser Präsentation der Tanzenden im purpurnen Kleid dort zu sehen in der Ecke. Außerdem werden neueste Arbeiten gezeigt, in denen sie das Motiv des sich aus dem Gewand schälenden Rückenaktes in seiner Bedeutungstiefe modifiziert. Diese Bilder gehen weit über die Verkörperung weiblich-sinnlicher Lockung hinaus. Darin steckt vielmehr der Gedanke der Metamorphose als Kraftquell, als Stärkung des Selbst. Sie sprechen von Wandel, sind Ausdruck einer Form der Neuerschaffung, einer Art seelischer, menschlicher, alles erweiternden Häutung. Die Sehnsucht nach erneuernder Selbsterfindung, einer Art innerer Auferstehung, ist eine tief verborgene, immanente Grundthematik dieser seelenvollen Akte. Weitere neueste Arbeiten sind inspiriert durch das Erleben von bedeutenden Orten und Kunst. So hat die kürzliche Reise nach Rom die Begegnung mit den Plastiken Berninis zum Beispiel, die einen Betrachter die Haut, den Schmerz, die Liebe der Figuren spüren lassen, Iris zu neuen Motiven angeregt.
Schauen Sie sich die ausdrucksvollen Hände an, die den Körper der Liebsten zärtlich umschlingen, in dem Titelbild Gedanken zu Berninis Kunst, ein Gefühl von Giovanni Lorenzo Bernini von 2020. Als lateinische Hinzufügung hat die Künstlerin: Ein Stern ist geboren und sprießt in den Gärten der Liebe. Asidus oritur et vires cit amoris in hortus, in das Bild gefügt. Sie liebt es, ihren Bildern den Gedanken des Momentes mitzugeben, ein Gefühl, eine Botschaft zu verschriftlichen. Zudem sind Motive aus der Mythologie entstanden, die wiederholt Themen wie Liebe, Weiblichkeit, Schöpfung, Geburt, Ankunft und Endlichkeit einschließen. So ist die Venus, die Schaumgeborene, ein wichtiges Bildmotiv. Und das Herangehen unterscheidet sich weitestgehend von den klassischen Vorbildern. Die Ankunft der Venus von Sandro Botticelli in Florenz zum Beispiel. Dort wird die Schöne in der Muschel stehend an Land getrieben. Iris hat dagegen ein weitaus früherer Moment interessiert. Dieses Geborenwerden, den Augenblick der Schöpfung, hat sie in eine eigene Bildsprache gebracht. Die noch zusammengekauerte Venus ist mit dem Auge der Schöpfung zusammengezeigt. Der Betrachter sieht in dieses Auge als eine Art Sinnbild der schöpferischen Kraft, der Eizelle allen Lebens vielleicht. Der Anfang, die heilvolle Entstehung des Seins. Blau, die Farbe des Wassers, ist darin magisch verortet. Eine Geburt der Venus, wie man sie noch nie gesehen hat. Ein weiteres mythologisches Motiv dieser Ausstellung umkreist die Leda, deren legendäre Schönheit den Gott Zeus betörte. Sie war eine Königin und treue Gemahlin. Ohne eine List würde selbst der oberste der Götterwelt dieser Schönen nicht beiwohnen können. Deshalb verwandelte er sich bekanntermaßen in einen Schwan, ein Getier, dem absolute Treue zugesprochen wird, täuschte die Königin und vereinte sich mit ihr an des Mannes statt. Iris findet ein Abbild dieser stolzen Frau, das sie umhüllt in einem Gewölk aus Schwanenfedern zeigt. Der Gott hat sie umfangen mit dem Gefieder seiner Tarnung. Was unter diesem Gewand geschieht, obliegt unserer Fantasie. Ihr abwesend schönes Gesicht zeigt sie voll Grazie und Tugend. Ihr Unbewusstes hat dieser Liebestrug nicht angetrübt. Später gebiert sie zwei Vogeleier, aus denen die göttliche schöne Helena, Castor und Pollux hervorkommen. Eine spannende Geschichte, ungewöhnlich in Szene gesetzt. Als letztes möchte ich Sie noch auf das Bild der Wassernixe Undine hinweisen. Iris zeigt den besonderen Moment, in dem die Nymphe wie eine Braut aus dem Wasser steigt, um zu ihrem Liebsten zu gehen. Sie lässt freudig alles hinter sich, verlässt ihre Wasserwelt, um die menschliche Liebe zu entdecken und zu erleben. Wenn der geliebte Mensch sie heiratet, dann, nur dann, wird ihr eine unsterbliche menschliche Seele zuteil. Dieser Weg aus den Wogen mit einer Schleppe aus Schaumkronen und der Entschlossenheit dieser zarten Wasserfrau, für diese Sehnsucht alles zu wagen und hinter sich zu lassen, ist der magische Augenblick dieses anziehenden Bildes. Sie probiert ihre neuen Beine anstelle des Fischschwanzes aus. So ist es auch ein Laufenlernen, dieser mutige Schritt aus dem Wasser. Schmerz und Freude liegen nah, um das eine zu gewinnen, muss Vertrautes verlustig gehen. Es gibt kein Zurück. Das Bild ist tief berührend, nicht bruch- und schmerzfrei, stark und empfindungsreich. Mit diesen Motiven setzt Iris Bodenburg den Verwerfungen unserer Zeit eine Bilderflut entgegen, die eine emotionsreiche Sprache spricht, die Tiefe hat, die weit über das Alltägliche hinausgeht und doch ins Hier und Heute trifft. Sie umkreist wiederholt Themen wie Liebe und Weiblichkeit, deren erneuernde Kraft befasst sich mit Geburt, Schöpfung, mit dem Unbewussten, mit Unschuld, Reinheit der ungetrübten Seele allen Anfangs, mit Lebensglut als Kontrapunkt in ihren Werken.
Leben, Bruchstellen, Traumwelten als visionärer Raum werden gespiegelt. Alles zielt in höchstem Maße auf Wertschätzung und ein Feiern unseres Lebens. Da ist eine Vision, eine Sehnsucht, die Suche nach der Verbindung mit der Ewigkeit vielleicht, die Suche nach einem guten, sinnwerten Leben. Flügelleicht und goldrichtig eingebettet ins große Ganze. Die Sehnsucht anzuregen, zu ermuntern, zu beflügeln im besten Sinne und zu berühren. Wer könnte das besser als eine seelenvolle, meisterhafte Künstlerin wie Iris Bodenburg? All ihre Werke sind emotionsreiche Bildwelten von gedanklicher Tiefe und Schönheit, inspiriert von Kulturen der verschiedensten Länder und Zeitläufe, die zu entschlüsseln einen erfüllend erfreulichen Genuss für den Betrachter darstellt. Und nicht zu vergessen sind die in den Vitrinen gezeigten ausdrucksvollen Colliers von Iris, sozusagen das i-Tüpfelchen dieser Ausstellung. Wertvolle Schmucksteine im Juwelierschliff, fantasievoll komplettiert mit Perlen und Elementen aus Sterling-Silber, ergeben prachtvolle Hingucker, diese Colliers adeln ihre Trägerin. Ich entlasse Sie alle nun in das Erleben der ausgestellten Bilder und Schmuckstücke. Genießen Sie diese Ausstellung. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. So, und da wir heute Iris Bodenburg hier haben und Sie die Möglichkeit haben, Iris Bodenburg zu sehen, möchten wir Sie gerne noch mal bitten, vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Ausstellung zu sagen. Hier ist Iris Bodenburg. Du hast das Wort. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Gäste dieser Ausstellung, liebe Freunde der Kunst, ich fühle mich außerordentlich geehrt, bin glücklich, meine Werke hier zeigen zu dürfen, in Merseburg in der Domgalerie Tiefer Keller. Und ich danke Herrn Leidl und seinem Team, dass sie mir die wunderschöne Ausstellung hier ausgerichtet haben und den herzlichen Worten von Frau Cornelia Nitschke. Und ich entlasse Sie somit mit meinem freundlichen Grüßen zu dieser Ausstellung unter dem Titel Sehnsucht nach Berührung, genau in dieser Zeit, wo man Abstand halten sollte, sich nicht berühren darf, finde ich es schon fast vorweggenommen, diese Sehnsucht zu spüren, Kunst zu erleben, gesellschaftlich zu erleben und vielleicht auch nachzudenken über Wertigkeiten und Schönheiten und den Sinn, Kunst zu erleben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, allen Glück, Gesundheit, Freude und hoffe, Freude zu verbreiten und dass Sie sich alle berührt fühlen von meinen Werken. Dankeschön.